Ich rieche eine neue Bankenrettung, nur dieses Mal in der Schweiz. Mit der Credit Suisse, die danach gleich natürlich von Schweizer Steuergeldern gerettet wurde. Ich weiß zwar nicht, wieso man so eine unvertrauenswürdige Bank rettet, die, naja, nicht wenig mit Geldwäsche zu tun hatte, aber die Deutsche Bank existiert ja heute noch und die Banken können sich ja selbst sehr gut regulieren. Viele, die damals nicht die Blöd gelesen haben, wissen, wir waren hauptsächlich solidarisch mit den Banken, nicht mit den Griechen. Mal sehen, wie es dieses Mal ausgeht. Wir haben jedenfalls gut verdient, da sie uns brav die Zinsen gezahlt haben. Mal sehen, ob es bei der nächsten Krise genauso ist oder ob es uns eher an Lehman Brothers erinnert oder Bear Stearns. Und ob sich die anderen Banken bei diesem Schnupfen möglicherweise auch anstecken könnten. Was weiß ich, den Banken können wir vertrauen. Die wissen, wie man das Risiko einschätzt und sich nicht verzockt. Die Silicon Valley Bank ist ja schon mal zusammengebrochen. Darauf muss natürlich die Bank wieder gerettet werden, worauf sie dann zu groß wird, um zu failen. Aber es gibt vielleicht auch gute Neuigkeiten. Eine Mehrheit ist dafür, dass die Kirchensteuer endlich abgeschafft wird. Meine vollkommen verständliche Reaktion darauf war: Halleluja! 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 Endlich verpisst sich die Kirche vom staatlichen System. Aber als nächstes bleibt das Problem. Die Kirche ist überall, vor allem in Kitas. Meine Reaktion darauf war: Christus morbus, Kruzifixus, verpisst euch endlich vom staatlichen System. Als ich klein war, wollte ich Priester werden. Nicht immer erst 12 Jungfrauen nach dem Tod, sondern heiße Jungs sofort. Allerdings habe ich nicht verstanden, dass sie statt 12 als Anzahl das Alter meinen. Wir hatten es heute in der Gruppe über russische Kunst. Ich glaube, es soll Musik sein. Dabei ist klar geworden, nicht alles war früher besser. Ich jedenfalls als Finanzminister von Russland würde Gayporn als Exportgut schützen. Wir haben leider das Problem, dass Putin mehr auf frische, junge Leichenstarre von hinten steht. Hi Leute, heute wird es ein, ich kann noch gar nicht so genau sagen, was es wird, aber es wird furchtbar. Stellt euch einfach darauf ein. Ich habe leider nicht mal mehr das Skript da. Keine Ahnung. Wir machen es einfach frei nach Schnauze. Bruder, wir machen's nach Schnauze. Okay. Also als erstes zeige ich euch, wie krass ich Valorant spielen kann. Scheißegal, Bronze 2, das ist das neue Platin, weil ich spiele. Ihr werdet auch irgendwann mal so schlecht wie ich. Boah. Es startet schon sehr interessant, ich weiß. Wisst ihr was? Ich kenne viele Persönlichkeiten auf Twitch. Und das zeigt halt einfach, was ich für ein guter Mensch bin. Ich bin mir sicher, ich hab schon mal an Kronk seinen Bart gezogen oder so. Und dann hat er mir den Wunsch erfüllt, Streamer zu werden. Das ist eigentlich die wahre Geschichte, wieso ich streame. Ich wurde von Kronk gesandt, euch zu unterhalten. Aber, ihr wisst, ich bin nicht so hoch geflogen. Heute tue ich mein Geld einsetzen, um Kindern Wünsche zu erfüllen, die ich damals als Kind nie erfüllen konnte. Allerdings machen wir das natürlich mit dem Reality-TV, was für die Publicity sehr, sehr gut ist. Also ich meine natürlich, das machen wir für die Kinder und weil es mir selbst damals so ging. Ach, Leute. Aber für die Kinder, die ich nicht zufällig rauspicke und beschenke, habe ich immer noch eine andere Überraschung. Wieso nicht euer Geld in Trading-Apps stecken? Weil wer reich ist, wird noch reicher. Deshalb steckt euer Geld einfach in diese App hier. Vollkommen seriös. Habe ich selbst programmiert. Ich weiß ganz genau, wie das geht. Ich weiß, wie die Finanzmärkte laufen. Und ihr müsst da einfach euer Geld reinstecken. Und dann wird alles gut werden. Ihr werdet genauso erfolgreich wie ich sein. Klickt auf den Link in der Beschreibung. Keine Ahnung, soll ich echt einen reinsetzen? und dann haben wir das. Ja, ich glaube, ich krieg das heute nicht gebacken. Man sieht es einfach, und das Skript ist echt ein bisschen zu kurz. ich würde sagen, wir spielen einfach für den Rest der Zeit ganz normal Velo.
Aber vielleicht mache ich es noch ein bisschen. Ein bisschen so wie sonst. Ich habe gerade auch das andere Headset mal auf testweise. Würde mich mal interessieren, wie das so ein Bello ist. Aber ich höre jetzt schon das Spiel echt scheiße. Ich höre es jetzt schon echt scheiße. Ich mache es mal ein bisschen lauter. Der Ton ist auch sehr interessant. Er ist sehr interessant. Aber es ist mein Ton und deshalb ist der Ton gut. Wenn ich ihn höre, weil es gibt eigentlich nichts gut genuges für mich. Am besten singt das mir irgendjemand ein. Aber ich denke, der ist es auch nicht wert. Er ist einfach nicht wert. Das kann ich nicht machen. Aber ich bin für jeden von euch da. Ich sag's euch, Bruder, ich bin für jeden von euch da. Wir sind eine Gang. Wenn ihr Probleme habt, könnt ihr zu mir kommen. Aber ihr müsst euch nicht wundern, wenn ich euch dann anmache. Dass ihr so viel heult. Also, es geht gar nicht. Ich meine, ihr verderbt damit meine Stimmung. Ich brauche immerhin eure gute Laune. Und ihr könntet mir auch ruhig öfters sagen, wie toll ich bin. Und wieso? Ich finde einfach die Begründung toll ist einfach nicht ausreichend. Ihr solltet mir schon sagen, wieso ich so krass bin. Hello. I am Genius. Ich nenne mich jetzt ein Genius um, weil es trifft halt besser meinen Charakter. Ich bin ein Genie. Gott, die werden ihr blaues Wunder erleben, wieso ernst werde ich das Spiel spielen. Ich kann heute auch nicht ernst bleiben. Das ist so die Sache. Das ist kein Stream, der darauf ausgelegt ist. Kein Meter. Hey, da sind doch gerade Schüsse gekommen. Ich meine natürlich, ich weiß, was Schüsse sind und es war geplant. Das hat alles zur Nummer gehört. Elendig verrecken. Yes. Hi. Ach so, war es der andere. Ich wollte gar nicht mit mir reden. Ich fühle mich immer angesprochen. Die ganze Welt dreht sich um mich. Ich bin nur ein Egoist. Boah, das sollte ich jetzt eigentlich echt mal sehen. Aber ich wollte eigentlich diese, ich sage jetzt einfach mal, was ich alles verarschen wollte. Die Fürsorglichkeit, die halt manche ja leicht, wie soll ich sagen, diese Fake-Fürsorglichkeit, die halt manche Streamer anwenden, dieses, oh, ich hab dich so lieb und so, das ganze Community-Getue, diese Fake-Bindung aufbauen. Ich bin ja eher so Team-Distanz. Habe ich ja auch, glaube ich, 1000 Streams erwähnt. Ich denke, in jedem gottverdammten Stream habe ich das jetzt schon mal erwähnt. Ich war ja immer so, dass dieser Anti-Streamer, ich wollte kein Meter streamen und auch kein Meter meine Community irgendwie verarschen und so weiter. Und halt dieses, ja, Soziopathenhandbuch, ich kann es nicht anders nennen, für Streamer benutzen, was halt echt immer propagiert wird, baue eine Community auf, sag deinen Zuschauern, wie sehr du sie liebst. Aber wunder dich dann nicht, wieso deine Unterhosen im Garten geklaut werden, weil die Leute dann irgendwie keine Distanz mehr wahren und ihr halbes Geld bei dir verspenden. Oder dir komische Rosen schicken. Ja, das passiert aber manchmal auch, wenn man Distanz wahrt. Also man muss sehr, sehr vorsichtig sein, was die Adresse angeht bei Twitch. Oder was man von sich preisgibt. Ist leider so, ihr habt immer mindestens 10% Vollidioten in der Community. Das müsst ihr bedenken. Das sagt man natürlich als Streamer nicht, dass man seine Community blöd findet, weil ihr müsst hier auf Sympathie achten. Ihr müsst darauf achten, fällt das Licht richtig auf mich? Sehe ich heute perfekt gestylt aus? Spreche ich möglicherweise zu kontroverse Themen an? Oh mein Gott, das sollte man ja niemals machen als Streamer. Oder was ja auch ganz beliebt ist, habe ich genügend Fehler eingebaut in meinen Stream? Also so absichtliche Fehler, darf man mit der Spectra hüpfen und auf einen Gegner schießen? Das sind zwar so die offensichtlichen Brotkrumen, aber ich könnte jetzt zum Beispiel was zur Waffe fragen, ob die sich besser verhält, wenn man das macht oder das macht, obwohl ich es eigentlich schon weiß, weil ich meine, jeder, der mir beim Spielen zuguckt, weiß, was ich weiß, aber stellst halt trotzdem so eine dumme Frage. Oder das, ja, keine Ahnung, ich kann auch ein Dateiformat falsch aussprechen, wie AVIF, ich nenne es einfach EFIF oder was weiß ich, und irgendjemand wird mich korrigieren.
Dieses ganze kalkulierte Mist, ohne Witz, darauf habe ich absolut keinen Bock. Ist auch einer der Gründe, wieso ich ja gerade eigentlich meinen Kanal runterfahre oder gegen die Wand fahre. Also das haben ja viele, glaube ich, mitgekriegt. Habe ich ja schon seit ein paar Tagen beschlossen gefühlt, dass ich das ein bisschen anders angehe. Und deshalb wird es jetzt wieder alles ein bisschen spaßiger. Oh, ja. Deshalb wird es jetzt alles wieder ein bisschen spaßiger. Das heißt, ich mache nur noch was, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Es gibt keine erzwungenen Streams mehr, also sozusagen halt regelmäßigen Streams, auf die ich jetzt gerade eigentlich auch nicht mehr so Lust habe. Und ja, Valorant wird vielleicht auch weniger, der Stil wird anders. Es kann sein, das schwankt mal zwischen dem und dem und dem, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Es kann auch sein, dass ich einen Stil wie jetzt gerade einfach abbreche und es mir anders überlege, den Stream anders mache. Kann sich jetzt vieles ändern. Vielleicht höre ich auch ganz auf, weil ich einfach keinen Bock mehr habe. Also dann mache ich aber natürlich noch ein Verabschiedungsvideo. Twitch an sich, ja, ich habe ja gesagt, ich habe eigentlich die Plattform zuerst immer auf die Schippe genommen. Ich habe es jetzt nicht als schlimm gesehen oder sonst was. Aber mir ging es halt auf den Sack, dass halt so viele Leute ihre Zuschauer maßlos verarschen. Und diese Streaming-Guidelines machen, könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken, euch so ein paar angucken. Da schreiben teilweise ja noch pubertierende Bücher, wie man seine Zuschauer verarscht. Solche Guidelines gibt es übrigens auch. Und die sind nicht mal scheiße, weil im Endeffekt macht man das so und also macht man so, wenn man, keine Ahnung, Boulevard-Streamer wird oder was weiß ich was, wie man das nennen möchte. Also wenn man halt richtig unseriös seine Zuschauer verarschen will, Reality-TV machen und ja, das sind eigentlich dieselben Techniken, die es seit Jahren gibt, macht man eigentlich nicht. Im TV ist es auch höchst unseriös, so eine Bindung aufzubauen zu einem Zuschauer, sondern immer Distanz zu wahren, habe ich auch immer gesagt. Ich sage eher immer das Danke, dass ihr mein Produkt unterstützt und so weiter. Ich glaube, ich habe das auch mal in einem anderen Stream gesagt, dass ich da sehr, sehr viel Distanz war. Also wenn ich was Privates erzählt, habe ich auch mal erklärt, dann hat das absolut, dann kennt ihr mich dadurch dennoch absolut gar nicht. Das sagt gar nichts aus. Ich werde hier übel gecarried. Wir können einfach, keine Ahnung, irgendwas aus der Geschichte ziehen. Vielleicht ist irgendwas Interessantes dabei gewesen. Vielleicht ist es einfach nur Blödsinn. Vielleicht juckt es euch gar nicht so arg, was ich da erzählt habe. Aber wir haben dadurch keine persönliche Bindung oder sowas. Und ich würde auch nicht sagen, nur weil ihr regelmäßig jetzt bei mir vorbeikommt, kenne ich euch dadurch, weil was schreibt man für oberflächliche Scheiße bitteschön in diesen Chats? Ah, wie geht's dir? Ja, das sage ich dir jetzt auch wirklich, weil ich Streamer bin und wir sind ja angehalten, immer eine Wahrheit zu schaffen und nicht eine unglaublich Fake-Atmosphäre, die eigentlich nur positiv ist. Das ist die Wahrheit von Streaming. Leute, nichts, was hier ist, ist real. Das ist alles Entertainment. Das ist alles ein Produkt. So ein Abo, man fragt sich, wie man es versteuern soll. Als Spende oder als wirkliches Abonnement? Muss ich danach Mehrwertsteuer draufrechnen oder kann ich sagen, ich bin Künstler und habe die Steuer? Das ist das Lustige. So denkt man eigentlich in Wahrheit als Streamer. Das ist alles, ja, ein Produkt. Ich sollte das niemals vergessen, auch wenn ich es jetzt beispielsweise privat mache. Es gibt auch viele Leute, die es privat machen. Ihr wisst, ich supporte auch kleine private Streamer, die das jetzt nicht so aufdringlich kommerziell machen und die Community verarschen. Oder vielleicht auch, ja, gibt auch welche, die vielleicht so ein bisschen näher zur Community stehen, aber jetzt, die halt auch wirklich in Discord mal kennen oder treffen. Und nicht so, ja, gib mir dein Geld, und ich hab dich so lieb, wenn du mir Geld gibst. Oder du bist jetzt ein Teil der Community, wenn du mir Geld gibst. Oder werde, zeige, dass du Teil der Community bist und kauf dir die und die Hose. Ihr wisst, ja. So Sachen würde ich halt niemals sponsern. Ich glaube, da hatte ich auch mal irgendjemand, der mich geradet hat, der hat das so auf die Art gemacht oder es war eine. Und da war ich mir halt auch so nicht sicher, ja, es war so durchwachsen, aber ich habe es ja dann noch aus dem Autohosting genommen, weil ich finde das halt, ja. Ich weiß, klar, man macht es professionell, aber bei Twitch sind es meist so plus 13 und die haben ja wirklich gar keinen Plan, wie man mit Geld umgeht oder mit ja, Medienkompetenz ist auch fehlerhaft. Ich meine, manche haben das selbst mit 25 noch nicht oder älter. 30 teilweise haben manche keine Medienkompetenz. Guckt euch mal die Bildleserquote an. Aber wenn es halt dann so bei Kindern geht, die möglicherweise mal, keine Ahnung, ihr ganzes Taschengeld bei einem Streamer liegen lassen, weil der ihm, keine Ahnung, schöne Worte gegeben hat, da mache ich nicht mit. Würde ich niemals unterstützen.
Oder dieses Lifestyle-Getue, guck mal, wie toll mein Leben ist. Leute, bei keinem ist das Leben toll. Das habe ich eigentlich immer versucht durch meine ja, kleinen kurzen Statusmeldungen oder Streams, wo ich auch mal ein bisschen realistischer gewesen bin, wie ich eigentlich in echt bin. Gab es ja auch ein paar. Zu zeigen, ja, das ist alles Bullshit. In Wahrheit ist keiner perfekt. In Wahrheit hat keiner keine Probleme. In Wahrheit ist nicht jeder ultra reich. Und jedes Level, also selbst wenn ihr reich seid, habt ihr immer noch Probleme. Und halt nehmt ihr die viel schlimmer wahr, als es jetzt jemand tut, der diese Probleme nicht hat. Oder es sind vielleicht sogar dieselben Probleme, die jemand haben kann, der arm ist. Weil Geld schützt nicht vor allen Problemen, aber es kann auf jeden Fall sicherstellen, dass euer Lebensstandard gesichert ist. Und Geldprobleme ist ja sowieso was, was wir in Deutschland haben. Wir haben eine riesige Schere. Wisst ihr, was wir halt immer unter Schere verstehen? Dass halt eben es Leute gibt, die halt, ja, wie soll ich sagen, die haben halt absichtlich zu wenig Geld zum Leben, weil sie meinen, das spornt einen zum Arbeiten an, wenn man, keine Ahnung, sich fragt, ob man nächsten Monat die nächste Miete zahlen kann oder seine Kinder ernähren. Und ob die morgen in der Schule gemobbt werden, weil sie sich jetzt gerade keine neue Hose leisten können oder so Sachen. Also, das war damals so schlimm, heute ist es besser. Aber da fragt man sich halt auch ganz ehrlich, ja. Klar, okay, jetzt gehen wir wieder komplett vom Thema weg, muss ich zugeben. Ja, super. Ja, ich kann es gerade nicht markieren. Er weiß schon. Das sollte man halt eigentlich auch nicht vergessen. Also ich bin halt ganz klar ein Anti-Streamer, werde ich immer bleiben und ihr könnt euch vorstellen, mit der Taktik kontroverse Themen ansprechen. Immer frei nach Schnauze reden, auch ab und zu mal persönlich zu sein, aber nicht dieses Fake persönlich, sondern sind tatsächlich echte Stories. Aber die würde ich halt auch so mal kurz in der Kneipe unter coolen Leuten erzählen, jetzt aber nicht unter wirklichen Arschlöchern. Also es sind manchmal schon so therapeutische Sachen dabei gewesen, würde ich sagen, aber da hat eh meist keiner zugeschaut. Von daher war ich vielleicht ein bisschen lockerer, was das angeht. Yay. Ja, aber eine Sache hat mir Twitch auf jeden Fall gebracht. Ich kann in der Öffentlichkeit meine Meinung leichter sagen. Ich habe dieses Introvertierte nicht mehr so arg. Also es war wirklich früher so, dass ich teilweise an der Kasse selbst gestottert habe. Und heute, das ist viel besser, weil ich habe halt einfach gelernt, oh mein Gott, es gibt so viele Menschen und eigentlich kannst du auf die Meinung anderer in den meisten Fällen pfeifen. Es kommt immer auf die Leute an, die du halt auch wirklich schätzen kannst. Also die halt auch wirklich cool drauf sind, von denen du auch was weißt, und so komplett fremde Menschen. Ist mir tatsächlich scheißegal, was die denken. Krass, oder? Ich hole mir vielleicht mal ein bisschen Kritik ein, reflektiere, wenn was Wirkliches dabei ist, aber ganz ehrlich, Leute, habt ihr euch mal die Twitch-Kommentare angeguckt, die ich ab und zu bekommen habe? Ich habe zwar sarkastisch drauf geantwortet, mit Ironie, was dann natürlich den ganzen Stream runtergezogen hat, weil die Leute den halt dann durch erfolgreich gestört haben, aber ich habe ja, sie erfolgreich verarscht. Mir war es ja egal von der Reichweite und her, deshalb hat das ja früher funktioniert. Heute mache ich das einfach nicht mehr, weil einfach nur noch Dumpf rauskommt. Also früher waren die ein bisschen kreativer, haben so ein paar Sachen veräppelt, aber jetzt ist es halt, ja, einfach nur noch plumpes Mobbing, kann man sagen. Also wenn, deshalb blocke ich auch ziemlich viel im Stream und mache da jetzt auch nicht mehr viel rum. Erzähle auch nichts Großartiges. Die Leute kriegen dann halt einfach, ja, eine Sperre rein und das war's. Ist halt so. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Es macht mir keinen Spaß mehr, Trolls zu verarschen. Aber ja, früher war es mal lustiger, da waren sie auf einem höheren Level wenigstens. Und sind danach sogar echt nett geworden manchmal, aber nur sehr selten. Yes, sorry. Bin gerade voll im Labermodus. Also ihr seht hier, ich weiß nicht so richtig, will ich mit dem Kanal weitermachen. Ich habe positive Erfahrungen mit Twitch gehabt, negative Erfahrungen. Ich habe auch Leute kennengelernt, die hier tatsächlich so ein bisschen funmäßig streamen und auch Bock drauf haben, irgendwelche Themen in der Öffentlichkeit ansprechen, ist jetzt eher seltener gewesen. Aber doch, manchmal so ein bisschen tieferen Content gab's. Das hat mich überrascht, auch bei welchen, die einfach nur Unterhaltungskontent machen. Da gab halt ab und zu dann tatsächlich ein Statement zu irgendeinem Thema, wo du dann halt auch so dachtest, cool, melden Sie sich auch mal dazu, nutzen Ihre Reichweite für irgendwas.
Und das, obwohl sie dann möglicherweise Zuschauer verlieren, die das jetzt nicht so sehen. Aber ich finde halt genau solche Streamer halt interessant. Also, die halt jetzt nicht immer. Die jetzt immer noch Niveau beladen, sachlich bleiben und so weiter, aber halt auch mal über unangenehme Sachen reden. Oder keine Ahnung, auch mal über private Erfahrungen wie eine Depression oder so. Macht ja auch kaum jemand, weil alle sind ja perfekt auf dieser Plattform. Und das ist halt das, was mich halt so ein bisschen an Twitch abgefuckt hat damals. Und das habe ich auch verarscht am Anfang. Dieses ganze Getue, diese Manipulation, die Manipulation von Zuschauern teilweise. Also Zuschauer sind auch manipulativ, Leute. Die sind auch manipulativ. Kann ich nicht anders sagen. Aber es kommt immer darauf an, welche Zuschauer. Also ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr anfangt zu streamen, behaltet euch im Hinterkopf. 10% sind Wichser. Die wollen euch einfach nur ficken. Ich bin der Jäger. Ein Gegner übrig. So, okay. Ja, das ist halt so das, was mir Twitch immer so ein bisschen verdorben hat, aber ich sag's mal so, es sind nicht alle so. Manche halten sich auch Guidelines. Gronkh hat zugegeben auch manchmal so ein bisschen Community-Bindung erzeugt, aber ich weiß nicht, ob er es mit Absicht gemacht hat. Ich meine, ja klar, er arbeitet in der Medienwelt, vielleicht hat das wirklich mal mit Absicht gemacht. Weiß man nie, vielleicht ist es auch wirklich seine Art. Kann man nie so richtig sagen bei manchen Streamern, aber bei ihm war es jetzt auf jeden Fall nicht diese böswillige Bindung, oh bitte gib mir deine Kohle, wie es halt manche machen. Also so ein bisschen Bindung erzeugen ist beim Streaming normal, aber ich habe es halt lieber so wie beim klassischen Fernsehen, wo man halt aus genau diesen Gründen keine Bindung erzeugt. Also, weil das halt einfach auch echt problematisch sein kann und vielleicht damit nicht jeder Zuschauer so gut umgeht und da distanzieren kann. Und es wird ja auch darauf abgezielt, dass die Leute darauf nicht so gut distanzieren können. Mit Freundlichkeit hat das ja nichts zu tun. Oder selten was zu tun. Also die meisten Leute sind da schon immer so ein bisschen auf Sympathie erzeugen und Community-Bindung aus. Müsst ihr euch immer im Hinterkopf behalten. Okay, das würde ich abkriegen. Ja. Jetzt ist der Stream noch offener geworden als sonst. Ich wollte das eigentlich so ein bisschen durch die Blume verarschen, aber es funktioniert jetzt nicht, wenn ich jetzt keinen Co-Moderator habe oder gerade keinen Chatter oder sonst irgendwas. Dann kann ich darauf nicht eingehen, die Personen spielen, Meme und so weiter. Und wir hatten, glaube ich, auch Narzisst als Beispiel. Könnte man noch weibliche Soziopathen bringen. Für die finde ich halt besonders beeindruckend, weil die halt immer Charakter kopieren, die es auch in echt gibt. Und dann halt eben diese Fürsorge heucheln und das siehst du halt oft bei Streamern. Ich will jetzt nicht sagen, dass Streamer Soziopathen sind, aber sie verkörpern halt eben durch die finanzielle Sache und so weiter soziopathische Charaktereigenschaften und das, was in den Büchern steht, ist einfach fucking soziopathisches Verhalten. Also wer sich halt an diese ekelhaften Medien-Wischiwaschi-Guidelines hält, der macht es halt immer zwangsläufig. Und an die würde ich mich auch niemals halten. Also sage ich ganz klar, also von so einer Scheiße, so eine manipulative Scheiße, finde, distanziere ich mich. Ich meine, selbst im Fernsehen, bei den Drecksendern, die eigentlich nur auf Zuschauerverarsche aus sind und halt eben die verarschen, damit sie ein Entertainment haben, achtet man darauf, eine Distanz zu haben, den Zuschauer so und so zu behandeln und ihm klarzumachen, dass das alles ja im Endeffekt eigentlich Bullshit ist. Aber manche checken es dann trotzdem nicht. Also jüngere Zuschauer blicken das eh nicht. Also darauf zielt diese Manipulation auch recht oft ab.
Ich meine, viele Leute blicken ja nicht mehr, dass achte Kontrolle Satire ist. Und das zeigt es eigentlich schon. Ich meine, und so ein Realbeispiel, so Joko und Klaas, hat auch keiner kapiert, dass es zum Großteil gescriptet ist und in echt gar nicht so umsetzbar wäre, was da manchmal kommt. Weil du müsstest unglaublich viel planen. Und du kannst nicht immer alles komplett billig produzieren. Da ist ein ganzes Produktionsteam da hinten, das muss sitzen, wenn es aufgenommen ist und gesendet wird. Thank you. Oh, die hatten gerade den Arsch gerettet. Mal gucken. Ah. Verdammt. Bin drauf reingefallen. Nein! Ich bin übrigens wieder hinter meiner grünen Decke, hat man jetzt wahrscheinlich gerade gesehen. Würde ja auch per Chroma Key ausblenden, aber das war eine dumme Idee. Also, wenn ich hier noch Content produziere, wie gesagt, immer komplett, ja, auf die Distanzart auf jeden Fall. Also Distanz werde ich immer viel haben, außer jetzt zu Leuten, mit denen ich jetzt real im Discord geredet habe. Sind übrigens viele meiner Zuschauer. Tatsächlich merkwürdigerweise Leute, mit denen ich mal geredet habe. Aber ich kenne die Leute dadurch natürlich nicht. Mit manchen habe ich mich mehr ausgetauscht, mit anderen weniger. Und ja, keine Ahnung, bis jetzt waren eigentlich alle ganz okay von dieser oberflächlichen, ja, erzähl mal was von dir Art. Aber so viel weiß ich jetzt auch nicht über die ganzen Leute. Vielleicht wissen die sogar mehr über mich, als ich jetzt über sie. Also das ist... auch oberflächlich, aber mit denen gehe ich natürlich anders jetzt um, als jetzt mit einem Zuschauer, der irgendwas schreibt. Keine Ahnung, ich kann natürlich auch auf irgendeine Situation von jemandem eingehen, der in einer ähnlichen ist. Heißt aber nicht, dass ich jetzt nur, weil ich darüber mit jemandem anderen rede, der beste Freund bin. Einfach, sondern weil ich halt eben der Person vielleicht etwas helfen könnte damit, aber ich will sie jetzt nicht ausnutzen, um billigen Content zu produzieren in meinem Stream. Weil das wäre dann ekelhaft. Aber die meisten Leute sind ja anonym, von daher geht das dann. Also pseudonym seid ihr, also anonym seid ihr jetzt nicht. Pseudonym ist der richtige Begriff. Da achte ich ja auch immer ziemlich arg auf die Altersquote. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, einen 14-Jährigen im Team habe, verhalte ich mich auch ganz anders. Oder wenn ich da jetzt gerade mit ihm spiele. Altersquoten halte ich tatsächlich ein, auch wenn man das nie glaubt. Kranken Humor, na, das wird so bleiben, weil das halt einfach so der Stil war. Der ist immer so ein bisschen unter der Gürtellinie und auch wieder, ja, nicht ganz unter der Gürtellinie, weil es schon die Leute, die es abkriegen sollen, kriegen es auf jeden Fall ab. Und angegriffen fühlt sich davon wirklich nur jemand, der Scheiße baut. Ich hasse Omen. Wie der einfach überall rumsteht. Er ist einfach hinter dir, er ist vor dir, er ist überall. Ja. Keine Ahnung. Wird auf jeden Fall, glaube ich, interessant, wie es mit dem Kanal hier aufhört. Ich meine, ich habe es jetzt ein Jahr gemacht. Ich habe jetzt wirklich zuerst Blödsinn gemacht. Dann einfach nur streamen mit Kumpels, Dann habe ich es versucht, auf ein qualitativ hochwertiges Level zu halten, wo ich die Leute nicht verarsche, aber ein bisschen Medientechniken benutze. Und halt eben so richtig nach Richtlinien und so weiter handeln. Und dann habe ich so gedacht, darauf hast du keinen Bock und irgendwann musst du den Leuten irgendwas vorspielen. Und darauf habe ich dann noch keine Lust und habe dann so gedacht, ja, okay, das geht auch ohne. Dann habe ich es ohne gemacht, auf jeden Fall. Also ich meine ja, Kunstfigur, die hat ja jeder erkannt. Aber ich meine halt dieses perfekte Weltvorspielen. Darauf hatte ich keine Lust. Weil wenn es mir scheiße geht, sage ich das im Stream. Wenn ich schlechte Laune habe, dann sage ich jetzt nicht jemandem, nur weil er fragt, wie geht's dir? Und das halt wieder mehr Sympathiepunkte geht. Mir geht's großartig. Nee, dann sage ich ganz klar, ich bin gerade am Versinken in einer Gruft und streamen deshalb oder so. Und das kommt halt vor. Ja klar, das ist jetzt so eine Sache, ob man das öffentlich machen will, aber in meinem Fall, mir bringt es keinen Nachteil. Ich kann das machen. Weil muss man schon ziemlich krank und sadistisch sein, wenn man sich darüber dann lustig macht. Sind vielleicht auch manche, aber...
Was juckt's mich, wie gesagt, was Fremde denken? Sind keine echten, realen Personen für mich. Also bis jetzt hat mir auch zum Glück noch keine Unterhosen von der Wäscheleine geklaut. So gut sehe ich einfach nicht aus, dass man das machen möchte. Gott. Scheiße, ja, ich weiß. Die Gags, die sind immer so, ich sag's mal so, es ist sehr, sehr schwarzer Humor, der zu lange im Ofen war, der so kross ist, dass er die wie Scherben im Mund, also wie richtige Scherben im Mund, sich knirschend für 2 Wochen unter den Zähnen noch anfühlt. So schlimm war das mal, aber ich glaube, heute ist das wirklich gemäßigt dafür. Und vieles ist auch immer mit so ein bisschen Augenzwinkern zu sehen. Manche Provokationen sollte man auch immer mit Augenzwinkern sehen. Es steckt eigentlich keine immer wirklich böswillige Absicht dahinter und deshalb. Also es ist meist eigentlich, also wenn es mal Gesellschaftskritik gibt, dann kann es natürlich sein, dass ich jemanden, der jetzt echt abartiges Verhalten an den Tag legt, dem sozusagen eine Klatsche gebe, aber in der Realität juckt das auch niemanden. Außer wenn ich mehr Reichweite hätte, dann hätte ich eine Staatsaffäre am Laufen und müsste hoffen, dass Jan Böhmermann vorbeifliegt und es noch schlimmer macht. Weil ich glaube, retten kann er mich dann nicht. Der ist dann in dem Modus. Das wird nicht gut laufen. Jetzt kommen sie von der anderen Seite, die cleveren. Oh oh. Kurz angefaked. Jetzt pushen sie nämlich gleich. Lass es. I wait for arrow. Miau. Yes. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen sollte. Ich war so im Modus zu labern. Ich habe gerade einfach Miau gesagt, Alter. So statt Yay, wir machen das. Miau. Ah, Gott. Kasper-Kanal. Ich glaube, ich nenne es einfach Kasper-Kanal oder. What is? Mein Kasper-Kanal, wisst ihr? Schluss jetzt. Shotfire. Steht doch 100 Pro wieder. Direkt hier. Nice. Yes, behind and Sova before me. Spike platziert. Eigentlich soll übrigens Figur Gangster Rapper sein, glaube ich. Gangster Rapper. Keine Ahnung, habe auch vor ein paar Leute gefragt, ob sie mitmachen wollten. Ich glaube, Erik hätte mitgemacht, hat aber keine Zeit. Ein anderer hat einfach nicht zurückgeschrieben. Aber das Problem ist, ich hatte auch kein Skript, also für 2 Leute. Das wäre alles rein improvisiert gewesen und hätte dann wahrscheinlich genauso gut wie funktioniert wie jetzt. Aber klar, also ich habe es früher eigentlich immer so für wichtig gehalten, mal so ein bisschen die ganzen Sachen auf die Schippe zu nehmen, auch ein paar Themen anzusprechen, die halt eben, glaube ich, keiner sagt. Und oder die es sonst immer, also die es halt eben auf Twitch nicht gibt, aber irgendwie überall anders. So nach dem Motto, vielleicht auch mal eine unangenehme andere Meinung zu vertreten als jetzt andere. Wir sind stark, weil wir zusammenhalten. Ja, sollte halt kein weichgespülter Ich hab euch lieb Kanal werden, der nur auf Manipulation setzt. What is? Ich spreche Deutsch. I can speak German and English. Ich glaube, das hat er nicht so richtig verstanden. Aber ich glaube, er hat mich gerade auch vielleicht beleidigt. Das weiß man nie so genau. Auch wenn ich es nicht glaube. Aber man weiß es nie. Wir werden es nie erfahren.
Okay, wahrscheinlich jetzt schon irgendjemand übersetzt. Aber ich denke zumindest nicht, dass er mich beleidigen würde. Ich meine, ich spiele Valorant und ich erkenne toxische Spiele normalerweise. Das hatte nur eine 40-prozentige Quote. Hey, wir holen echt auf. Aber es liegt, glaube ich, daran, weil ich fange ich gerade an, weniger zu reden oder mehr zu reden oder mich gar nicht mehr aufs Spiel zu konzentrieren. Das weiß man bei mir nie so genau. Ihr seht übrigens immer meinen Monitor in der Brille. So eine leichte Reflexion. Das ist halt blöd, wenn man Brille trägt. Dann hat man das. Ich habe ja auch so eine Brille, die fast unsichtbar aussieht. Okay, die sieht man schon noch, aber... Sagen wir es mal so, man sieht nicht immer, dass ich eine Brille habe und ihr wisst, mit Brille sehe ich immer so ein bisschen, ja aus. Also wenn es nach mir gehen würde, Augenlasern, sofort Augenlasern. Ich meine, ich habe ja, wie gesagt, 800 Euro, glaube ich, dieses Jahr für Brillen gezahlt. Einmal, weil die eine mir nicht gefallen hat, dann wollte ich sie aber doch haben und dann hat die sich beschissen. Also sie hat mir eher nicht gefallen, sie hat mir schon gefallen, aber sie hatte halt dieses Problem mit dem Balken in der Mitte. Dann habe ich die irgendwie behalten, weil ich einen Dachschaden hatte, würde ich sagen. Ich hatte ja eh so Plex, ja. Hab die dann behalten. War eigentlich eine dumme Entscheidung jetzt im Nachhinein, weil ich eh nur noch die da benutze, mit der ich besser sehe, weil ich halt irgendwie so dachte, ja, Optik scheißegal. Hauptsache man sieht was. Das ist es jetzt auf einmal. Und jetzt hätte ich gerne Optik und Hauptsache man sieht was. Also Lasern, wo ich dann auch den Vorteil hätte, endlich Kontaktlinsen tragen zu können, falls es mal wieder schlechter wird. Ah, das bringt einen nachträglich um. Wir haben was gelernt. Ja, das war eigentlich auch mal so ein Plan, umzusatteln auf Augenlasern. Aber ich muss zugeben, ich bin Schisshase, also ich traue es mich vielleicht nicht. Ich bin da ein bisschen ängstlich, auch wenn man es jetzt nicht sein muss. Aber ich habe mir das halt so angeguckt und dachte so, ob du das hinkriegst. Come on, GG, we'll play. Ja, GG. Heute brauchen wir keine Zuschauer. Ich meine, Werbung für den Chat. Also ich meine, die waren jetzt schon cool, aber ich bin heute lieber unter euch. Ein Zuschauer reicht. Die müssen meinen Quatsch heute nicht abbekommen. Und ich meine, Werbung für einen Kanal zu machen, wo ich eh nicht mehr so sicher weiß, ob ich den weiter betreibe, ist Bullshit. Das ist klar, kann man nur mal ein bisschen was ranholen an möglichen Communities und Zuschauer. Ich habe hier gerade gesagt, wie gut ich im Aufbau einer Community wäre. Ich würde euch erstens niemals anlügen, zweitens niemals vor Diddly-Dean oder was weiß ich, wie man das nennt, also zumindest verarschen, dass ich euch ganz arg lieb hätte. Was ja nie gut ankommt, Sympathie will ich gar nicht. Ich will so sein, wie ich bin. Ich will nicht wegen Sympathie irgendwie das machen. Vielleicht halt mich an alle Richtlinien und so weiter, aber ich bin nicht darauf aus, euch irgendwas vorzuspielen, damit ihr mich mehr lieb habt. Ich will nicht von euch lieb gehabt werden. Also ich will einfach von euch respektiert werden als Moderator, aber nicht in den Arm genommen werden. Das ist ein Unterschied. Respekt und komisches Blumen schicken. Hello guys. Und Unterhosen klauen. Hallo. Jemanden, den ihr respektiert, klaut ihr keine Unterhosen oder schickt ihr merkwürdige Gutscheine oder sonst was. Wenn ihr beispielsweise eine Spende macht, dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr ein Spender seid und so weiter. Freue mich natürlich darüber. Wer freut sich nicht über Geld? Aber ich sage das halt auch noch ganz nah, dass ihr dann halt eben dass ihr dann halt in mein Produkt investiert habt und, also nicht investiert, dass ihr mein Produkt bezahlt habt. Ja, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich habe vorhin investiert, wie man hört. Ich tu mal kurz was machen. Heute brauchen wir keine Mates. Ich bringe mich gerade voll raus. Also auf jeden Fall, wenn ihr eine Spende macht, sage ich halt eben Danke, Donator, bla bla bla.
Danke für deine Spende, danke, dass du mein Produkt unterstützt. Keine Ahnung, ob du es jetzt mit dem Abo machst oder ob du es jetzt wirklich per Spende machst. Also Abo würde ich jetzt auch gerne steuerrechtlich als Spende ansehen. Nicht als Abo. Keine Ahnung, ob man da Mehrwertsteuer drauf haben muss, vielleicht deshalb. Ja, ich würde vielleicht noch sagen, ja, was man damit jetzt unterstützt, ob es jetzt wirklich nur der Stream ist, also das Produkt, also ein Stream, den man jetzt gerade angeguckt hat, oder beim Abo, dass halt noch mehr Streams kommen als normal. Staybolt Forever, ich begrüße dich in der Community. Wir sind jetzt einer mehr, kleiner als drei. Danke für den Follow, wie ich hier gerade gesagt habe, der Kanal ist wahrscheinlich bald blocken. Also erwarte schon mal nichts. Also auf jeden Fall, ich würde dann ehrlich sagen, ja, das und das unterstützt du. Das wäre dann auch nicht erfunden oder logen. Möglicherweise ein Mikro wäre mal neu. Ihr seht ja, ich sitze gerade mit einem anderen Headset da, weil das immer von der Tonqualität mit dem anderen zu schlecht ist. Und ihr wisst auch, ich bin privat ein unheimlicher Geek. Also keine Ahnung, ich habe das ja manchmal erklärt, dass ich ein unheimlicher Geek bin. Und ich will, dass der Stream gut aussieht. Ich will, dass der Ton gut passt. Und ich mache das teilweise mit improvisierten Sachen, wie dass ich mein Handy an den Monitor klebe, weil ich mir halt einfach keine gescheitere Webcam leisten kann, als mein Smartphone es gerade hinkriegt. Oder ja, Mikro wird jetzt bald drankommen und da habe ich dann das Problem, dass ich mich nicht entscheiden kann, weil das hat die Abtastrate, das hat die Abtastrate. Oh, und das hat möglicherweise dieses Features. Oh, ein Höhenpass. Moment mal, wann wirst du das einmal im Leben in einem normalen Stream benutzen? So nach dem Motto. Oder ich programmiere was, damit der Chat vorgelesen wird und so Sachen. Okay, und ich treffe nichts. Ich sollte aufhören zu reden, vielleicht treffe ich dann was. Obwohl, nee, eigentlich treffe ich immer, wenn ich rede. Seht ihr? Ich treffe, wenn ich rede. Ja, also was Technik angeht, bin ich immer sehr interessiert. Ja, super. Wir haben ein AFK-Spielerlebnis, würde ich sagen. Ich muss mal kurz was machen. Das ist gemein. Ich habe das gerade voll falsch geschrieben, aber egal. So, weiter geht's. Das ist halt eigentlich so das, was ich eigentlich bei Twitch machen wollte. Halt so ein bisschen, ja, an sich alles zu veräppeln, was es hier gibt. Diese Manipulation auf jeden Fall, weil die finde ich absolut ekelhaft und ist halt auch so ein bisschen im Entertainment-Bereich tatsächlich gang und gäbe, aber macht es dann wenigstens auf eine Art und Weise, was den Zuschauer nicht finanziell komplett ausnutzt. Und das sehe ich halt bei Twitch sehr, sehr häufig und dann kriege ich einfach Krebs, wenn ich sehe. Also jetzt nicht wirklich, sondern ihr wisst, dass es metaphorisch gemeint war. So krank macht es mich jetzt auch nicht. Aber ich finde es halt ekelhaft. Klar, man kann jetzt sagen, so und so. Die Leute sind selbst für sich verantwortlich, aber ich habe ja gerade gesagt, das sind meist kleine Kinder noch. Oder sehr, sehr junge Zuschauer, auf die diese Manipulation ja abzielt. Das machst du nicht mehr bei Alten. Oder vielleicht bei so 20-Jährigen, da macht man das noch. Sind auch nicht gerade wirklich erwachsen, nur weil sie die 18 überschritten haben. Könnt ihr mal richtig knicken. Also, wie gesagt, manche sind auch mit 30, was Medienkompetenz angeht, richtig eingeschränkt in der Birne. Da bin ich mir sicher, dass die Gehirnentwicklung sicher noch bis 30 geht oder älter. Aber ich dachte eigentlich immer, dass sie so weit wäre, dass man, keine Ahnung, so viel Lebenserfahrung gesammelt hätte, dass man wüsste, wann man verarscht wird. Aber das lernt man halt heute auch nicht mehr in der Schule, obwohl ich es unglaublich wichtig finde, dass man ein bisschen Medienkompetenz in der Schule lernt, dass man Quellen hinterfragt, damit nicht so eine Scheiße rauskommt, wie Journalist nutzt Quelle Wikipedia und der Schüler schreibt es dann vom Journalisten ab, was er für einen Fehler gemacht hat und dann guckt er halt auch nicht an, was hat denn der Journalist genutzt als Quelle, wenn dann Wikipedia wiederum im Quellenverzeichnis keine Quelle ist, woher die Information eigentlich stammt, also und kein Verweis, dann ist es schon ein bisschen seltsam. Und dann kann es halt dazu kommen, dass, was hat Simplicissimus dafür ein gutes Beispiel gebracht, dass das dann auf einmal
Alan Masters oder wie hat er sich nun mal genannt, oder ich heißt auch in echt so, auf dem 5-Pfund-Schein ist und so Sachen, da denkt man halt auch so, ja, klappt nicht ganz, aber jedem passieren mal Fehler beim Recherchieren. Ich kann eigentlich nicht mit Scope schießen. Wieso mache ich es dann? Sorry, low. One hit. Ach, warte, jetzt ist er wieder da. Der hat gar nicht beschissen. Ich dachte schon, das wäre wieder so ein True. Ich meine, haben wir so oft gehabt. Okay, dann nehme ich es zurück. Weiß ich halt nicht, wie das geht. Man kann keine Report-Meldungen zurücknehmen. Wäre mal eine Idee fürs Spiel. Das sah mir wieder so aus wie nach. Ich gucke jetzt einfach auf den Boden, lasse euch schön verlieren. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich sag jetzt so, Spiele nehme ich hier auch generell heute nicht mehr so ernst. Mir ist es eigentlich völlig egal, ich spiele halt als Zeitvertreib, wie man jetzt halt auch Uno spielt. Für mich ist es jetzt kein Lebensinhalt oder sonst was. Und ich sage jetzt auch nicht, dass ich hier die beste Community habe. Ich hab hier gerade eine Zweckgemeinschaft aus 4 Leuten, die mit mir ein Spiel spielen. Mehr ist das nicht. Und vielleicht sind die Leute cool drauf. Vielleicht redet man auch mal in sehr unwahrscheinlichen Fällen im Discord miteinander. Oder es sind halt einfach nur Randoms, mit denen du weiterzockst. Mehr ist es nicht. Und dann kannst du mal gewinnen, mal verlieren. Und das hängt immer davon ab. Manchmal bei mir ist es einfach nur Zufall. Also es ist meist Zufall, ob ich irgendwas treffe oder nicht. Boah, seht ihr? Zufall. Sage. I have Aura. Thank you. Ein bisschen Blödsinn sein. Ein bisschen Blödsinn muss auch immer mit rein. Scheiße, der Stream ist wieder real geworden. Der Stream ist wieder. Ah, nein, das sollte gar nicht passieren, Leute. Das sollte echt nicht passieren. Ich mache das schon wieder viel zu ernst. Ich meine, wenn Funstream draufsteht, sollte ich auch einen Funstream draus machen. Aber ich habe gerade nicht die Birne. Sonst würde ich es machen. Ich habe gerade einfach nicht die Birne, weil ich muss mir dann halt auch Gags live ausdenken. Und das funktioniert nicht immer. Das funktioniert halt einfach nicht immer. Ich mache es mal kurz ein bisschen leiser, weil das bläst mir gerade meinen Kopf weg. Und ja, dann klappt es halt nicht so ganz. Aber ich kann ja auch so ein bisschen schwadronieren, während ich hier Valorant spiele. Da kann man ja verschiedene Themen nehmen. Wie jetzt beim Intro-Gag fand ich es ja eigentlich ganz auch interessant, dass das jetzt alle erstmal wieder Panik kriegen, weil eine Bank es mal wieder verkackt hat. Und danach eine andere Bank es auch verkackt hat. Und jetzt fragen sie sich nur noch, okay, welche Bank zieht jetzt welche Bank in den Reck? Also das ist ja alles so ein System, was zusammenhängt. Und dann kommen die ganzen Spekulationen hoch. Mit was ähnelt es sich? Und so weiter. Wer profitiert und wer hat dann später wieder die Arschkarte? Also die Banken haben in den meisten Fällen nie die Arschkarte. Die müssen gerettet werden, damit die Scheiße weiter funktioniert. Der Steuerzahler hat in den meisten Fällen die Arschkarte und muss danach diese Bank ertragen, weil sie zu groß wird. Also das heißt, man kann die Bank dann nicht mehr später abwürgen und wahrscheinlich wird die auch nicht legal unterwegs sein. Ich glaube, bei der Deutschen Bank war es ja mal sogar so ein Fall, dass dann Mitarbeiter in die Klapse gebracht worden ist von der Richterin, die korrupt war, und der hat eigentlich nur festgestellt, dass seine Partnerin ja korrupte Geschäfte bei der Deutschen Bank macht. Also ja, ihm ist halt aufgefallen, dass er nicht korrupte Geschäfte, sondern Geldwäschegeschäfte möglicherweise macht. Und da hat er das halt angekreidet und hat wohl gestimmt, wie man jetzt so im Nachhinein sieht. Ja, der war dann halt eben dann trotzdem für Jahre in der Irrenanstalt, obwohl er Recht hatte, und wurde dann halt ungerecht behandelt, weil halt eine Richterin gekauft wurde. Kann man nicht anders sagen.
Das sind halt auch so Sachen, wo du dann halt eben so dein Vertrauen erstens in Politik und in Finanzsystem verlierst. Aber ich meine es mal so, mir hat es schon eigentlich gereicht, dass Olaf Scholz unser Kanzler ist. Weil der Typ hatte ja auch so seine Cum-Ex-Probleme. Und andere Korruptionsprobleme, aber die hat man ja vergessen, damit Philipp Amthor weiter im Amt bleiben darf. Verdammt. Und was ist mit unserer Berateraffäre-Dame geworden? Ich glaube, die hat schon wieder irgendwie Mist gebaut. Und sitzt heute in der EU. Also da denkst du halt auch manchmal so, ja, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Also irgendwie hat wohl jeder irgendwie Dreck am Stecken. Und also nicht jeder, man sollte sich verallgemeinern, es gibt auch gute Politiker, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass man ausgerechnet immer die Affen auswählt, die am meisten Mist bauen. Und wenn das die Affen sind, die nicht am meisten Mist bauen, dann ist das echt ein Problem. Aber vielleicht muss man auch einfach immer ein Auge zudrücken, damit der Laden läuft. Keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre ein zu ehrlicher Politiker oder so. Das wäre ein Problem. Ich mit meinem Minimalismus kann mich nicht bestechen lassen, aber ich habe dann nicht nur die Sachen, für die ich mich einsetze. Das könnte unheimlich werden. Seht ihr, aber ich will ums Verrecken kein Politiker werden. Das würde ich höchstens zum Spaß machen. Ich glaube, ich würde mich bei die Partei reinsetzen und einfach ein bisschen, ja, Journalismus machen. Also das, was man bei gewissen Boulevardmagazinen, wo es mir irgendwie so langsam vorkommt, ja, einen Scheiß drauf gibt. Obwohl sie ja irgendwie eh alle bei der deutschen Presseagentur abschreiben, was auch einfach nur noch, ja, ein Witz ist. Deutsche Presseagentur, da kommen wahrscheinlich die meisten Artikel. Im Endeffekt müsstet ihr eigentlich nur die abonnieren, weil sie da alle abschreiben. Rennerhof. Brimlo. Wonlo. Der, genau. Aber das kostet eigentlich gar nicht so viel. Ich habe so gedacht, eigentlich kannst du auch ein Nachrichtenmagazin auf den Markt bringen, Deutsche Presseagentur, dann tust du einfach alle Artikel, die veröffentlichen, so ein News-Ticker übers Ausland, weil irgendwie macht das kaum jemand. Ich glaube nur ARD und ZDFs. Oder, nee, auch manchmal, ich glaube sogar, einmal war, glaube sogar, eins der Boulevardmagazine unterwegs im Ausland hat Bericht erstattet. Ist ja auch vorgekommen, zur Überraschung. Dass die da Wert drauf legen, Selbstinformationen zu holen. Und da habe ich halt so gedacht, ja, deutsche Presseagentur, du nimmst es, jagst es durch ChatGPT und sagst dem Ding, schreib mal kurz einen Artikel, soll so aussehen wie von der, keine Ahnung, Tagesschau und guckst mal, was bei rauskommt. Aber ich denke mal, deutsche Presseagentur kriegt das nicht so geil hin, Informationen zu beschaffen. Ich wurde gerade echt gerettet. Also diesem Kanal hier kann man auf keinen Fall vorwerfen, dass er ja, zu viel Kommerz enthält. Bis auf jetzt die Reflinks. Also wenn ich jetzt auch noch drauf gehe, das wäre lustig. Ja, das war jetzt funny. Das war gerade so reines Glück. Ja, ich sollte eigentlich auch mal die Spenden-Dings. Die bringen es eigentlich auch nicht mehr. Also ich meine, ja, wer jetzt spendet, weiß ja auf jeden Fall, worauf er sich einlässt. Er spendet für diesen einen Stream und vielleicht die davor waren, aber nicht für die zukünftigen. Also das heißt nicht, dass ich weiter produziere. Heißt nur, danke, cool, dass du das Produkt unterstützt. Und regelmäßig wird ja auch nichts mehr kommen. Ist ja auch jetzt passiert. Kann sein, dass ich einfach just for fun halt eben was mache. Kann sein, dass ich vielleicht trotzdem mich dran halte. Kann sein, dass ich das lasse. Kann auch sein, dass ich einfach aufhöre. Einen Monat mache ich es vielleicht noch. Aber ich habe es schon mal so auf jeden Fall rausgenommen, damit da jetzt keiner sich irgendwie unverhoffte Freude macht, unverhoffte Vorstellung. Keine Vorstellung macht, die nicht der Wahrheit entsprechen. Meine Augen trocknen aus wegen den Aknemitteln. Richtig unangenehm. Deshalb.
zucke ich gerade die ganze Zeit so ein bisschen, weil das sich anfühlt, wie als ob man Sandpapier in den Augen hat, wenn man die zumacht. So, den haben wir. Weil, wie hat er mich doch gehittet? Warte. Kannst du mal nachladen? Oh Mann. Ey, das war's funny. Boah, mein Auge. Ja, ich mache eh nicht mehr so lang. Also wir machen. Machen wir immer noch kurz das Match hier fertig und ja, dann war es. Muss ja nicht immer so ewig zu lang sein. Und. Oh, ich sage euch, wie es ist. Ich bin gerade komplett aus dem Schlafen, aus dem Schlafrhythmus raus und bin daher gerade eh nicht so geistig aktiv und wach wie sonst. Also ich laufe so auf geistiger Sparflamme. Das ist halt immer so ein Ding. Ich finde es schon schräg, dass ich tatsächlich einen Follow gemacht habe mit diesem Stream. Ist beeindruckend, aber passiert. Das sind einfach die größten Leute. Nichts kommt an unsere Beziehung und Bindung ran. Wenn ich verliere, verliert ihr auch. Wenn ich gewinne, gewinnt ihr auch. Wisst ihr doch. Nee, aber damals habe ich ja echt immer den Fehler gemacht, dass ich, darf man auch in der Fehlerliga nicht machen, die Wir-Perspektive benutzt habe. Also, ja, wir spielen jetzt noch ein Spiel und so Sachen. Ja, indirekt spielt ihr das ja nicht, ihr guckt mir nur zu. Aber irgendwie spielen wir das zusammen, wenn ihr mich zulabert, weil für mich ist Valorant-Spielen auch labern. So spielen wir das zusammen. Machen wir es einfach so. Gute Ausrede, oder? Dafür, dass ich das immer falsch sage. Sagen wir einfach das so. Ihr schreibt was in den Chat, obwohl ich meist eigentlich mit mir selbst rede. Und deshalb spielen wir das zusammen. Und ich laufe gerne im Gegner. Ich ist hier Slow Barry Low. Seht ihr? Glück. Oder auch ein bisschen Wahrscheinlichkeit. Er hat halt einfach seine Waffe nicht bewegt und die Schüsse sind dann halt irgendwann nach rechts ausgebrochen. Weil sich das ein Recoil nennt. Spread gibt's aber auch. Es hätte anders laufen können. Ja, wohl nicht wirklich. Und der Gegner hätte halt einfach schneller aimen müssen. So viele Wahrscheinlichkeiten. Ein Netzwerk aus Wahrscheinlichkeiten. Es hätte dies passieren können, jenes passieren könnte. Neben jetzt eine ich sehe gerade meine Katze im Hintergrund in der Kamera. Ich kann sie beobachten. Cool. Ein Netz aus Wahrscheinlichkeiten. Wir wissen. Ich wollte aber auch mal vielleicht was mit der API von ChatGPT bauen. Ich habe mir dann auch so überlegt, okay, ist Arthur teuer, alles was dir einfällt, funktioniert dann halt ja wirklich nur mit sehr, sehr eingeschränkten Sachen. Und dann habe ich halt so gedacht, ja, eigentlich hast du einen Rechner. Leider halt keine GPU, die man dafür benutzen könnte, bis auf eine 69 jetzt. Die hatte leider auch keine KI-Kerne. Meine jetzige im Laptop, die hat welche, benutze ich auch zum Hintergrund ausschneiden. Aber eigentlich bräuchte ich keine Ahnung, KI-Karte. Oder halt, ich nehme meinen Prozessor, was dann halt wahrscheinlich gar nicht so gut läuft. Ich meine, ich habe noch eine NUC, da ist ein i5 drin, 8. Generation, ist mobil, 28 Watt, hat irgendwas mit 3 GHz, wenn sie voll ausgelastet ist, habe ich gemerkt. Vielleicht habe ich irgendwas mit der Temperaturregulierung zu arg übertrieben, dass die zu warm wird. Aber die kann anscheinend bis 3,8 GHz hochtacken. Also wenn sie auf allen Kernen ausgelassen ist, ist es so irgendwie so bei 3 GHz pro Kern circa. Und da könnte man das mal probieren mit ihren 4 Kernen und 8 Threads, ob die das gebacken bekommt, ein bisschen KI-Berechnung zu machen.
um einen Textgenerator Minimum zu erstellen. Oder vielleicht mal ein GPT-Modell oder wie heißt es, Luminus? Ich glaube Luminus, oder dann gibt es auch noch was also das eine ist ein EU-Projekt, das andere ist von Facebook. Ich glaube, Luminus ist auch noch gar nicht öffentlich. Ich weiß genau, wo ihr seid. Letzter lebender Verdammt, wieso? Also KI-Projekte haben mich damals immer begeistert. Also fand ich extrem interessant. Neuronale Netze sind ja auch eigentlich relativ interessant, wie die funktionieren, ist ja eigentlich relativ. Also kann komplex sein oder so ein einfaches Verknüpfungsbeispiel, was ich auch mal gemacht habe. Ja, jetzt gerade so ein bisschen die Chance, aber egal. Die Gegner machen schon Freudensprünge. Ah, verdammt, ich habe die alle gemutet, kann das sein? Ja. So, dann geht's weiter, Leute. Weiter im Text. Wo war ich nochmal? Ja, wieso ich KI mag. Also ja, Objekterkennung finde ich ganz cool. Textgeneratoren finde ich ja auch. Also sie sind heute nicht mehr reine Bullshit-Maschinen, wie man sie früher genannt hat. Sie sind heute ja zu mehr zu gebrauchen. Also sie können besser. Sie können mehr Dinge miteinander kombinieren. Mir fällt gerade das Fachwort nicht ein, weil ich einfach zu Banane in der Kopf bin. Bananen in dem Kopf bin. Aber ich denke mir, ihr wisst, was ich meine. Assoziation. Bo. Hallo, Schrotflinte. Schön. Nice. Ja, Schrotflinten können auch manchmal nicht mehr funktionieren. Immer eine Vandale. Okay, das verstehe ich immer noch nicht, was der sagt. Ja, wenn es gar keinen Sinn gibt, kann ich auch weghauen. Ja, Programmieren, KI und so weiter. Ja, das interessiert mich alles. KI habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht, aber ich weiß in der Theorie, wie es funktioniert und wie man sie benutzt. Aber ein paar Projekte hätte ich auf jeden Fall mal Lust zu machen. Wenn ich dafür halt die Leistung hätte. Hätte, Fahrradkette. Aber ein bisschen Programmieren tue ich noch für meine Webseite, auch für Twitch, das ganze Zeug machen. Dieses TTS, was ich auch benutze. Na toll, das überlebe ich nicht. Okay. Verdammt. One is on spot, Cypher. One outside. Welche Wendung? Wir haben das Pergamentpapier gewendet, Leute. Jetzt putze ich gerade meine Katze im Hintergrund. Ihr merkt, das Stream lässt gerade ab, weil ich kann gerade einfach nicht mehr reden. Ich weiß, es wird langweilig, wenn ich nichts sag. Auf jeden Fall Twitch API habe ich mir gestern auch angeguckt, um die Emotes aus dem Chat rauszufiltern. Man muss tatsächlich die Emotes, die verfügbar sind, für den Kanal abfragen. Das geht aber nicht über die API von Twitch, soweit ich es jetzt verstanden habe. Ich kann höchstens die globalen abfragen, aber vielleicht habe ich das so irgendwie falsch verstanden. Aber diese GG-API, also die nur für Twitch gedacht ist und nicht die, die für Programmierer gedacht ist, die kann für den Kanal abfragen, welche Emotes benutzbar sind.
Und dann muss ich immer erst abfragen, jo, wer schreibt da was? Kann das auch vielleicht in Cage reinschreiben, damit die Emotes da drin bleiben, dass man es nicht 100-mal abfragen muss, obwohl man das ja eh immer muss, weil die Leute können sich ja Emotes auch über Kanalpunkte gerade gekauft haben, dass es aktuell ist. Und dass die dann halt rausgefiltert werden. Was ich auch machen wollte, ein bisschen cachen, also dass dann immer so die letzten 200 Anfragen von einem User in einen Ordner geschrieben werden. Und auch gewisse Sachen, wie zum Beispiel schreibt oder Wörter, die sich halt wiederholen, wie der Name von einem User und das schreibt, der User schreibt, also schreibt, dass das immer einfach aus einem Cache abgerufen wird, dass man das nicht dauernd dem Sprachmodell auftragen muss, ja, mach das mal, also dieser Sprachsynthese auftragen muss und mach das mal. Nicht Sprachmodell, Sprachsynthese auftragen muss. Und ja, das könnte dann halt so ein bisschen Zeichen für die User sparen, dass dann halt nicht immer dasselbe Zeug gesagt wird. Das, dann vielleicht auch, dass das global ist, also dass global die Informationen gecached werden, wenn andere User vielleicht genau denselben Text hat wie ein anderer, wie Hi, wie geht's, dass das dann halt auch einfach aus dem Cache genommen wird, dass der dann keine Coins verliert oder Zeichen. Das sind ja keine Coins bei mir, das sind Zeichen. Oder Tokens, das ist ja bei ChatGPT, aber bei mir ist halt so, dass ihr dann halt nichts dann sozusagen von dir, so sollte es dann halt später sein. Keine Ahnung, ob ich es umsetze, ob sich das lohnt für die paar gecachten Nachrichten. Aber hi, wie geht's? Keine Ahnung, es schreibt jetzt nicht so oft jeden. Das schreibt man schon oft bei Twitch. Ja, das habe ich noch vor, und die Emotes filtern. Da muss ich halt gucken, wie das geht. Weil das ist tatsächlich etwas aufwendiger, als ich es zuerst gedacht habe. Und funktioniert auch mit der API, die mir zur Verfügung steht, nicht so einfach. Cage allerdings, das kriegt man hin, aber ist auf jeden Fall nervig, weil ich halt alles in JSON-Dateien abspeichern muss und dann auch meine globale erstellen muss, damit alles auch gefunden wird, was gecached ist. Also zwischengespeichert ist auf dem Server die Anfragen. Dann können die User so ein bisschen Zeichen sparen. Also auf jeden Fall beim Namen. Da muss der nicht tausendfach gemacht werden. Mi, mi, mi. Let's go, B. Ja, der redet mir gerade so viel wie so ein kleines Kind, was die ganze Zeit was will. Ich will Lolli, ich hab Hunger. Sind wir schon da? Nö, habe ich gar nicht vorgehabt. Aber ihm gibt sie mir Rückendeckung. Ich tue das mal ausmachen. Ja, möglicherweise gewinnen wir es noch. Also das ist so der Plan zu dem Chatbot. Von meinem Blog muss ich auch noch was programmieren, damit der besser funktioniert, noch oder für die anderen Leute noch so eine JavaScript-Version für Hive und für Steam noch mal eine angepasste, damit das besser läuft, auch die Bilder performanter laden, also vom CDN dann besser laden. Und dass die das dann auch mal endlich haben. Und dann werde ich auch ein paar Blogartikel veröffentlichen und YouTube-Tutorials. Und das wird dann halt, ja, interessant werden, weil ich bin eigentlich nicht so gut in sowas. Aber was nicht ist, kann noch werden, ist ja Übung. Und dann spreche ich die Sachen halt ein, wenn ich zu blöd bin, mein Skript vorzutragen. Fällt dann immer auf, dass dann meine Kamera nicht zu sehen ist.
Dann weiß man, er hat's eingesprochen. Weil er zu inkompetent war, es vorzutragen. Lollipop, Lollipop. Let's try. So, Sie wollen einen Kampf? Dann sollen Sie einen bekommen. Ja, ich glaube, das ist hier gerade schon die ganze Zeit voll der epische Kampf, wo ich 90% nur rede. Ist einfach volles Just Chatting geworden. Wie immer eigentlich, wie immer. Meine Katze signalisiert mir gerade, dass sie irgendwas will. Sie trötet mich richtig an. Komm, streicheln wir zum Abschluss, Tröte. Aber jetzt muss ich erstmal spielen, Kira. Ich muss warten. Ich muss warten. Hab nicht immer Zeit. Ja, I hit him, but maybe you. Yay, yay, we are the best. So, okay, jetzt reden sie wieder normal. Miau. Ich streiche mal kurz, dann hört es ein bisschen auf zu reden. Ich meine, mich an zu miauen. Reden tut's noch nicht, keine Sorge. Kann ich sie wieder muten? I fake. I fake. Ja, es ist no problem. I make only an error and finish. Sie finish. I know, come. Ja, Kira, du nervst. Boah, Katzen, unglaublich. Thanks. Auf. Ich weiß genau, wo ihr seid. Ist low. Yes. Bye. Jetzt. Heute bin ich einfach auf meinem höchsten Niveau. Hey, sie hat die Tür aufgemacht, sie will tatsächlich kuscheln. Sie hat gar keinen Hunger. Oder sie hat noch mehr Hunger. Ah, jetzt geht sie. Dann will sie mir doch das Futter abzeigen. Dass das wahrscheinlich leer ist. Katzen. Wenn ihr Katzen habt, machen sie das sehr häufig. Das geht eigentlich mit dem Herz zu zocken, also dafür ist es eigentlich ausgelegt. Aber zum Musikhören absolut unbrauchbar. Und Sprache vom Team ist auch manchmal ein bisschen seltsam. Lull. Taktik, Leute, alles Taktik. Aber wir bringen das Match jetzt zu Ende. Ihr merkt, ich habe eh keine Themen mehr. Und dann weiß nicht, ich weiß echt nicht, was ich machen soll mit.
Also die Spiele kann ich ja noch versuchen fertig zu spielen, habe aber gerade wie gesagt keine Lust drauf und mache jetzt nichts mehr, worauf ich jetzt nicht so richtig Lust habe. Also kann sein, dass ich vielleicht Lust bekomme. Okay. Keine Fragen. Keine Fragen, Leute. Im Moment sind die Schneemänner bei mir nicht mehr verbunden. Yes. Thank you. Er hat mir eine Waffe geschenkt. Muss ich jetzt besorgt sein oder kann ich mich drüber freuen? Nein. Ah ne, der war gar nicht toxisch. Die war nur ein bisschen merkwürdig. Ja, Kira, mau, 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 mau. Jetzt denkt sie wahrscheinlich, dass ich mich darüber freue, dass sie das macht. Mau. Noch 30 Sekunden. Ha, Katzen. Der gammelt jetzt wahrscheinlich mit der Schrotflinte irgendwo rum. Go blunt. No problem. Jawohl. Das hat funktioniert. Nice try. Nicht abstechen. Das ist kein schöner Tod. Ja, ihr habt das gerade auch gehört, oder? Miau. Mo. Nur gleich so toxisch. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Kommt auch safe von hinten. Ich weiß genau, wo ihr seid. Ich glaube, er freut sich. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher. Nur so hört sich Freude an, Leute. Ja, Katze. Ich hab's verstanden. Mäh. Ich glaube, die wollen irgendwas aus dem Gegner-Team. Ja, Kira, du bist auch irgendwas. Ich hab's verstanden. Hä? Der Chill? Oh, GG. Bye guys, have a nice day. Ich verstehe immer noch nichts. Würde ich sagen.
war es das für heute. Lief eigentlich überraschend gut. Wow, wir sind Bronze 2,5. Vielleicht schaffen wir noch Silber. Okay, ja, ich mache hier keine realen Hoffnungen. Aber es lief überraschend gut heute. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir gemacht. Ich glaube, waren es die drei? Ich weiß es nicht. Oder haben wir nur zwei gemacht? Ich glaube, von der Zeit her könnten es auch nur zwei gewesen sein. Nee, wir waren heute nicht auf der einen Map. Also wir haben nur zwei gemacht, aber es hat sich so angefühlt wie drei. Glaube ich jetzt. Keine Ahnung. Dann würde ich sagen, gehen wir in die Verabschiedungskamera. Die da. Nehmen die Verabschiedungskatze in den Arm. Damit die glücklich wird. Das ist die Verabschiedungskatze. Die will in den Arm genommen werden. Genau. Das ist eine Verabschiedungskatze. Müssen wir mal Hallo sagen. Nö, offensichtlich nicht. Aber sie will in den Arm genommen werden. Jetzt brummt die Verabschiedungskatze. Krallt sich etwas in meinen Pulli rein. Jetzt setzt sie sich auf meinen Schoß und ich würde... Nee, jetzt geht sie runter. Dann würde ich sagen, fütter ich sie mal und fütter mich vielleicht. Und gehe dann, keine Ahnung, mich nochmal hinlegen oder bleib wach. Weiß ich nicht, wie ich das jetzt mache. Und verabschiede mich jetzt mal auf jeden Fall von euch. Bye, Leute. Und hier, das ist immer noch ein Gag, der muss bleiben.